Die Lausitz, sie brennt. Herzlich willkommen im Stadion der Freundschaft. Der 30. Spieltag der Regionalliga Nordost. Er wird heute vervollständigt mit der Partie Energie Cottbus gegen den BFC Dynamo. Ein echter Kracher, der die Massen anzieht. Die Tabellenlage ist klar. Aktuell Rot-Weiß Erfurt Tabellenführer. Mit einem Spiel mehr als Energie Cottbus, punktgleich Energie mit 61 Punkten, sollte Cottbus heute hier nur ein Unentschieden erzielen, dann würden sie die Tabellenführung wieder übernehmen. Aber das ist natürlich zu wenig für die Mannschaft von Pele Wollitz, die eines besonders im Blick hat, diesen 32. Spieltag. Darüber wird selbstverständlich nicht gesprochen, aber alle wissen ja, es kommt dann hier zum Spiel Cottbus gegen Rot-Weiß Erfurt. Und wenn Energie die Spiele gewinnt, dann kann das am Ende schon ein Entscheidungsspiel werden. Zwei Spieltage vor Schluss. Das ganz sicher die Idee von Pele Wollitz dann vor den Aufstiegsspielen gegen voraussichtlich Unterhaching. Alle sind gespannt. Energie Cottbus gegen den BFC Dynamo. Und bevor beide Mannschaften reinkommen, können wir uns schon mal mit den taktischen Formationen beider Teams beschäftigen. Energie Cottbus zuletzt im Pokal erfolgreich 4:0 hier gegen den VfB Grischow, aber das Vergleichsspiel soll das 2:1 in Greifswald sein in der Regionalliga. Da stand Sebald im Tor, genau wie im Pokal. Das ändert sich. Pele Wollitz hat sich heute für Elias Bethge entschieden. Den Stammtorhüter dieser Saison. Er wird sein 29. Spiel machen. Und dann davor Axel Borgmann, Tobias Eisenhut, Slamar und Tobias Hasse. Die Viererkette Jonas Hofmann spielt auf der Doppel-6, schiebt Eisenhut nach hinten, denn Hildebrand, er fehlt, ist leicht angeschlagen nach diesem Pokalspiel in Grischow. Davor Kujovic und Österhelwig und ganz vorn Wehling, Thiele und Hottmann. Das Energie Cottbus-Logo hochgehalten. Pele Wollitz mit Autogramm. Darauf freuen sie sich hier bei Energie. Er hat immer eine enge Beziehung zu den Fans direkt hinter ihm. Die Plätze hier ganz besonders begehrt. Einen Pele Wollitz, der für alle Emotionen gut ist, hautnah zu erleben. Und er klatscht sie alle einzeln ab. Pele Wollitz, auch das ein Ritual hier beim FC Energie. Der BFC Dynamo hat eines versprochen. Wir werden genauso wie gegen Rot-Weiß Erfurt hier alles reinwerfen. Sie haben Erfurt mit 2:1 besiegt und damit Pele Wollitz in die Karten gespielt. Die Mannschaft heute vom BFC, von Heiner Backhaus, genauso wie beim 2:1-Sieg gegen Rot-Weiß. Und da kommen sie mit Schiedsrichter Alexander Sater, Matthias Lämpchen und dem zweiten Assistenten. Das ist Michael Wilske. Also die Aufstellung vom BFC. Kevin Sommer im Tor. Viererkette von links mit Felix Meier, Michael Blum, David Al-Azave, Chris Rea. Davor Dominik Danken, über die linke Seite Marvin Kleis, rechts Joey Breitfeld, Euschen davor und ganz vorn Suljic und natürlich Christian Beck. Heiner Backhaus war zufrieden, natürlich mit dem Sieg gegen Rot-Weiß Erfurt, hätte sich allerdings eher einen Erfolg im Pokal gewünscht. Da gab es die Schlappe gegen Sparta Lichtenberg. Und da begrüßen sie sich Angelo Fier, der Manager des BFC, auch noch mit dabei. Die Berliner mit 29 Spielen, genauso viele wie Energie Cottbus auf Tabellenplatz 8 mit 48 Punkten. Können heute einen Sprung machen, mit einem Sieg auf Platz 5 an Altklinike vorbeiziehen.
der Meister der letzten Saison. Ganz hinten Timmy Thiele. Und dann klatschen sie alle ab. Als letztes Timmy Thiele, Torschütze, zuletzt in Greifswald gemeinsam mit Maximilian Oester-Helwig. Das ist eine Wucht, mit der Energie Cottbus im Sturm spielt, mit Wehling, mit Thiele, mit Hottmann. Und das ist ganz sicher keine leichte Aufgabe heute für Alexander Sater. Er hat viel vor mit dem BFC. Da lässt sich was aufbauen. Pele Wollez heute ganz offensichtlich verkabelt. Für vermutlich eine Dokumentation. Ob es die Aufstiegsdoku wird, da stehen noch Fragezeichen dahinter. Im Hintergrund sehen Sie die Polizei heute auch sehr aktiv bei diesem brandenburgisch-Berliner Derby. Hat im Vorfeld einige Aktionen gegeben. BFC-Ultrafahne wurde gestohlen. Vermutlich gestern im leeren Sportforum als Provokation verbrannt. Nicht ganz klar ist, wer die Unbekannten waren. Aber das hat natürlich zusätzlich dazu beigetragen, dieses Spiel hier heute aufzuladen. Energie Cottbus, das ist klar, hat ganz sicher ein bisschen mehr Druck als die Berliner. Für die es in dieser Saison um nicht mehr sonderlich viel geht. BFC-Torhüter Kevin Sommer wird mit Pfiffen im eigenen Kasten begrüßt. Und jetzt geht's hinein in diese Partie. BFC Dynamo zu Gast bei Energie Cottbus. Die Gastgeber in den roten Trikots. Über die rechte Seite mit der ersten positiven Aktion durch Nicolas Wehling. Holt den Einwurf heraus. Und Sie hören, die ersten Raketen werden hier gezündet. Aus dem Block des BFC Dynamo. Sater sieht das, registriert das. Lässt allerdings das Spiel laufen. Bis hierher die richtige Entscheidung. BFC mit Alazave, verdammt wichtig, dass er wieder zurück ist. Und das ist Sommer. Gerade mit Pfiffen bedacht. Und die Pfiffe von den Rängen, sie gelten noch den Aktionen, die aktuell im BFC-Block abgezogen werden. Einwurf BFC. Und jetzt hat er ganz offensichtlich das Spiel dann doch für den Moment unterbrochen, für diese Ansage nämlich. Und Sater lässt das etwas, lässt das geschehen, wartet, bis sich die Dinge beruhigt haben. Pele Wollez mit höhnischem Applaus. Und Heiner Backhaus weiß, das wird uns was kosten. Habe Ihnen die Konstellation, die Vorgänge beschrieben. Im Januar war es. Da wurde den BFC-Ultras die Fahne gestohlen. Und sie haben Revanche angekündigt. Polizei zieht auf, direkt im Block neben den BFC-Fans. Da ist allerdings noch eine ganze Menge Platz. Das Cottbuser Publikum aktuell geschützt. Habe ich Pele Wollez da richtig verstanden? Weiterspielen hat er gefordert.
alles halb so schlimm. Beck mit der ersten Aktion, die Chance der BFC. Da kommt Marvin Kleiss nicht mehr ganz an den Ball heran. Nächste Aktion. Zwei Riesenmöglichkeiten für den BFC. In dieser erst vierten Minute gespielt deutlich weniger. Da fehlte nicht viel. Nochmal die Flanke und dann beinahe ein Eigentor. Vermutlich wäre er noch dran gewesen, Elias Bethke. Geht hier energiegeladen los. Kleiss mit der Ecke. Hart getreten. Und gar keine schlechte Abnahme. Der Ball allerdings dann doch weit vorbei. Felix Meier, der Absender, einer aus der Viererkette des BFC Dynamo. Da haben alle schon getroffen in dieser Saison. Meier, Blum, Alasabe und Rea. Slama. BFC hat angekündigt, wir werden uns hier wehren. Und die Mannschaft ist deutlich stabiler als zu Pokalzeiten in Lichtenberg. Grund dafür waren zahlreiche verletzte Erkrankte beim BFC. Mannschaft in dieser Phase nicht fit. Das hat sich inzwischen wieder geändert. Und das weiß natürlich auch Pele Wollez. Der ist aktuell sehr gut zu verstehen. Wollez mitunter unterschiedlich aktiv. Heute scheint ein Tag zu sein, wo er sehr, sehr intensiv eingreifen will und das bisher zumindest so auch tut. Zuletzt hier gegen Jena schon 8.000 Zuschauer, über 8.000, gegen Krischow 6.000. Fußball-Euphorie, das ist Wehling. Wehling geht in Position, bekommt den Ball. Zurück durch den besten Vorlagengeber, den Kapitän, durch Axel Borgmann. Beckus auf die Ballseite, Beckus, Beckus, hey! Und sehr schön zu hören an dieser Stelle hier auch Heiner Backhaus. Beckus, gemeint natürlich Christian Beck, soll aktiv die Ballseite abdecken. Das hat er jetzt ganz offensichtlich getan. Um dann einen solchen Ball entgegenzugehen, einen solchen Ball. Und hier hinterher Wehling. Breitfeld mit dem Kopf, nochmal Breitfeld. Aber Jonas Hofmann ist besser postiert. Hasse mit der Flanke. Erik Hottmann im Strafraum. Rausgedrängt. Ecke. Die Chemiefans hoffen natürlich auf schnelle Tore. Auf Beruhigung. Aber es kann heute auch ein episches, ein kampfbetontes Spiel geben. Bis in die letzte Sekunde hinein. BFC ist eine stabile, homogene Männermannschaft. Zeigt hier beispielsweise Dominik Duncan, wie er diesen Ball weggrätscht. Ecke, Energie. Kevin Sommer, keiner, der sehr weit aus dem Strafraum herauskommt. Ecke getreten durch Axel Borgmann. Und die ist gut. Der Kopfball von Hottmann dann allerdings nicht perfekt platziert. Neun Tore hat er schon erzielt, Hottmann. Nicolas Wehling hat 12, der Beste auf dem Platz, Christian Beck mit 13 Toren. Bis auf die Torhüter hat jeder schon getroffen.
nur zwei nicht. Und das sind genau die beiden Sechser. Jonas Hofmann ohne Treffer, Dominik Duncan auf der anderen Seite hier gerade zu sehen. Vor Schiedsrichter Alexander Sater ebenfalls nicht. Beherzigen ihre Position vor der Viererkette ganz genau. Elias Bethke, 29. Spiel in dieser Saison. Und die Polizei, das sehen Sie, hat den BFC-Block in beide Richtungen hin abgesperrt. Intensive Anfangsphase mit der besten Chance, dem beinahe Eigentor durch Energie Cottbus für den BFC. Und da ist die nächste verheißungsvolle Möglichkeit. Cedric Euschen schiebt den Ball knapp am Tor vorbei. Euschen. Der Tunnel zuvor und dann Euschen. Fehlt nicht viel, gut in Position gelaufen. Euschen schneller als Eisenhut. Und das hätte ganz eng werden können für Cottbus. So wird es heute aussehen. Österhelwig abgegrätscht von Al-Azave und gelbe Karte für Pele Wollitz, der sich da beschwert. Pele Wollitz muss aufpassen, wenn er jetzt da weitermacht. Und das tut er gerade gegen Alexander Sater. Dann besteht natürlich die Gefahr. Hier nochmal der Zweikampf. Ball zuerst gespielt, natürlich sehr robust. Zeigt es auch an. Dass es anzeigt, ist klar. Noch kein Bewertungskriterien. Der Unterkiefer vibriert und die Cottbusser Verantwortlichen haben ein bisschen Sorge, dass Pele Wollitz da jetzt einen Schritt zu weit geht und den Rest des Spiels von der Tribüne sehen muss. Also beide Trainer, Sie hören auch Heiner Backhaus, sehr, sehr aktiv. Es geht um viel, das ist deutlich spürbar. Beck mit dem Pressing zu Österhelwig. Euschen dazwischen. Immer noch hören wir den ungehaltenen Pele Wollitz. Frechheit, Frechheit bist du, unglaublich. Meint er damit immer noch Alexander Sater? Pele Wollitz wandelt hier am Rande eines Platzverweises. Muss vorsichtig sein. Immer extrem emotional, Wollitz. Pele Wollitz immer noch on fire. Kommentiert jetzt jede Aktion. Er in Brakel im Kreis Höxter, im Osten von Nordrhein-Westfalen geboren. Pele Wollitz hat für Schalke 04 gespielt. Auch in der ersten Bundesliga. Dort dreimal getroffen. Und der Trainer Rolf Schafstall. Aber man verbindet ihn natürlich mehr mit dem VfL Osnabrück und eben mit Energie Cottbus durch seine Aktivität in den letzten Jahren. Aber er war beispielsweise auch DFB-Pokalsieger 1996.
mit dem 1. FC Kaiserslautern. Das ist Breitfeld. Nochmal die Berliner. Suljic geblockt. Den Einwurf besorgt Felix Meier. Auch in diesem Spiel wird spürbar, die Saison nähert sich der entscheidenden Phase. Beck zuletzt dran, deswegen Bethke mit dem Abstoß. Oder ist da sogar falscher Einwurf entschieden worden? Sieht ein bisschen danach aus. Seltene Ruhephase an der Seitenlinie. Es war nicht so, dass Energie Cottbus von Krychow mal abgesehen in den letzten Spielen durchmarschiert wäre. Waren enge Partien. Zu 2 Niederlage hier zu Hause gegen Hertha BSC, dann knapper 2:1 Sieg bei Viktoria Berlin, 2:1 Sieg gegen TB, 1:0 gegen die Hertha hier. Duncan nochmal im Zweikampf und hat er sich da schwerer verletzt, Timmy Thiele im Nacken getroffen. Männerfußball. Und er ist jetzt natürlich konzentriert, kann er weitermachen, Thiele. Tim Heike stünde zur Verfügung als Ersatz. Aber wenn sich das da ein bisschen ausgerenkt hat, dann wird er wieder mitmachen, Timmy Thiele. Das Kopfnicken zeigt genau das auch an. Also zuletzt dann Sieg gegen Jena. 1:0, 2:1 in Greifswald, die letzten 4 Siege, alle mit einem Tor. Es kann auch eine Sache der Geduld werden. Breitfeld direkt zum anderen 14er, das ist Hasse, der den Freistoß bekommt. Lösen sie am Ende gut. Borgmann hat den Ball, der Kapitän, 4 Tore. Der 28-Jährige, Hasse auf der anderen Seite. Borgmann muss sich wieder anbieten. Der Weg ist dann zu weit für Suljic. Borgmann. Er ist wieder mit dabei, aber kommt aus dem Abseits, Timmy Thiele. Angezeigt von Michael Witzke. Abstimmung zwischen den Offiziellen, den Unparteiischen, scheint zu stimmen. Ein Unentschieden würde Energie Cottbus die Tabellenführung zurückbringen. Dann mit 62 Punkten vor 61 Rot-Weiß Erfurt. Ganz leichte Hoffnungen macht sich auch noch der FC Karlsruhe Jena, also die Thüringer Fans heute ganz sicher gespannt und in jedem Fall auf Seiten des BFC Dynamo. Denn Jena liegt nur 6 Punkte aktuell, 7, wenn es beim 0:0 bleibt, hinter
Erfurt und Energie Cottbus. Und das ist bei 4 Spielen und dem direkten Aufeinandertreffen der beiden nicht undenkbar. Voraussetzung 4 Jenaer Siege. Berliner mit sehr intensivem Pressing. Energie hat Mühe, hoppla, das war knapp, sich gut organisiert nach vorn zu spielen. Auch jetzt wieder Druck und Borgmann holt eine Ecke und sie sehen die Freude von Joey Breitfeld über diese gelungene Pressingaktion. Momentum auf Seiten des BFC. Er sitzt, Peter Wollitz. Borgmann und Hasse bedecken die Pfosten. Die Berliner werden einlaufen. 5-Meter-Raum aktuell überhaupt nicht besetzt. Ecke Kleist, der tritt die sehr, sehr hart. So auch diesmal. Und das ist die nächste sehr, sehr gute Möglichkeit durch Dominik Duncan. Der Mann von der 6, der bisher noch nicht getroffen hat in dieser Saison. Hier war er ganz nah dran. Schon wieder am Ball. Und wieder geht's über Kleis. Wollte Suljic erreichen. Aber sehr gutes Stellungsspiel von Dennis Lamar. Jetzt Hasse. Hasse auf Hottmann. Blum mit sauberem Tackling, der BFC-Kapitän. War zuletzt, ohne es direkt auszudrücken, aber durchaus sichtbar ungehalten mit der Reaktion der BFC-Fans auf die Pokalniederlage gegen Lichtenberg. Da gab es zu Beginn einen Stimmungsboykott in Hohenschönhausen. Aber heute stehen sie geschlossen, die BFC-Fans, hinter ihrer Mannschaft von der ersten Minute an. Alasave, jetzt die Cottbusser mit gutem Pressing. Sommer. Es ist so schwer, sich bis in den gegnerischen Strafraum hineinzuspielen. Nochmal Duncan. Ist da nicht richtig positioniert zum Ball. Möglicherweise waren sogar die Hände dran. Joey Breitfeld. Selbstbewusstsein gefordert von Peter Wollitz. Vermutete gerade die Berliner zeigen's. Mit Cedric Euschen. Schöner Übersteiger, aber dann dribbelt er ins Aus. Euschen. Da ist ja nochmal dieser besondere Moment. Und der Kontakt stimmt jetzt nicht mehr mit dem rechten Fuß. Da war er schon mit den Gedanken etwas weiter vorn. Jetzt Hasse, verfolgt von Beck. Hasse. Wenn Beck so grätscht, kurz vor dem eigenen Strafraum, dann wissen Sie auch, wie viel hier für den BFC Dynamo zumindest emotional auf dem Spiel steht.
Energie Cottbus jetzt über die rechte Seite, über Hasse mit dem Einwurf. Und der wird nicht sonderlich weit gehen, deshalb bieten sich seine Mannschaftskameraden an. Ball kommt nicht schlecht, Wehling, zwei Berliner fallen im Strafraum. Und es gibt den Freistoß für den BFC Dynamo. Al-Azawe getroffen. Und die Schiedsrichter sind angehalten. In solchen Momenten, wenn Bewusstlosigkeit droht, sofort zu unterbrechen, da sehr sensibel zu sein. Und das geschieht an dieser Stelle durch Alexander Sater. Haider Al-Azawe. Wehling von hinten da mit Wucht hinein. Sah jetzt nicht wirklich brutal aus. Zweimal schütteln, dann geht's weiter. Es war kein Freistoß, sondern er hat einfach das Spiel unterbrochen. Alexander Sater, dem BFC jetzt den Ball überlassen, was den ein oder anderen Cottbusser ärgert, denn so klar war der Ballbesitz für den BFC nicht. Wehling. Und am Ende Hofmann vor Breitfeld. Auch so eine Szene im Mittelfeld, die wir heute öfter erwarten dürfen. Einwurf Rea. Rea verspringt der Ball. Nochmal Rea. Nachrücken, nachrücken. Sie hören Pele Wollitz, der will sofort ein Pressing seiner Mannschaft sehen. Lobt Axel Borgmann, der hier einen schönen Block gestellt hat gegen Amar Suljic. Deshalb der Ball bei Dennis Lama. Breitfeld dazwischen. Energie hat Probleme. Borgmann. Duncan. Doppelpass Duncan. Und es gibt den Pfiff gegen Österhelwig. Hat vielleicht auch ein bisschen auch mit diesem Schrei zu tun von Dominik Duncan. Der BFC kann hier vor allen Dingen gewinnen. Wie im Hinspiel. Da gab es einen 4:1 Sieg für die Berliner. Befreiten sich damit endgültig aus der Krise. Das war Slama, sieht es ein. Auch der Rest Eisenhut, der Cottbusser. Nicht wirklich absichtlich. Rennt er in den Torhüter hinein, Chris Rea. Ersatztorhüter wäre schon angesprochen, Alexander Sebald. Zuletzt ohne Gegentor hier gegen Krischow. Ein Treffer in Greifswald. Und er knallt den Ball festhaltend mit voller Wucht auf den Boden. Elias Bethke, aber ohne Behandlung. Kann es weitergehen in Minute 28. Immer noch 0:0 zwischen Energie Cottbus und dem BFC Dynamo.
Atmosphäre in Cottbus, das gilt oft. Höherklassig als Regionalliga Nordost, wobei diese Liga ja eben genau diese Spiele auch zu bieten hat. Nicht täuschen lassen durch die leere Gegengerade. Achtung! Die meisten Zuschauer sitzen hier unterhalb der Kamera auf der Haupttribüne. Hinter den Trainern. Gegenseite heute nur für ein paar Zuschauer geöffnet. Hase. Das war mal ein guter Aufbau von Bethke in den Fuß des Mitspielers. Schon ist da ein bisschen Druck mit Hasse gegen Duncan. Nochmal Hasse, versucht sich da zu lösen, soll bis zur Grundlinie durchmarschieren, das gelingt nicht ganz. Hofmann, die Flanke ist nicht schlecht, aber Alasaves Stellungsspiel immer gut, auch in diesem Moment. Suljic bleibt hängen, jetzt Beck. Suljic, Beck, schön gespielt. Beck, bekommt er den scharf geschaltet? Bekommt er nicht, weil Dennis Lama dazwischen ist. Da ist er, Dennis Lama. Hotmann ist zwar dran, aber der Ball schon wieder beim BFC. Duncan gefällt mir organisatorisch bisher sehr gut, saugt die Bälle an. Die Pässe ins Sturmzentrum, diese sogenannten Schnittbälle, ist das Einzige, was beim BFC noch fehlt. Und jetzt Hasse. Jetzt mal 2 auf 1 auf der rechten Seite. Nochmal Hasse. Flanke ist gut, aber Rea steht perfekt. Da war mehr drin für Energie Cottbus. Chris Rea kann den Ball abwehren. Druck bleibt bestehen. Wieder über Hasse. Hasse! Schöne Aktion von Tobias Hasse. Sehr auffällig auf der rechten Seite. Viele Angriffe gehen über den Mann, der in Berlin-Neukölln zur Welt kam. In Mariendorf im Westen der Stadt aufgewachsen. Er begann dort mit 6 Jahren Fußball zu spielen. Hat Hertha BSC gesehen und unterwegs auch, pikante Situation, Rot-Weiß Erfurt. Das war sein letzter Verein in der Regionalliga Nordost, bevor er 2019 zu Energie Cottbus wechselte. Breitfeld mit seinem Rechten, den er hier permanent einsetzt. BFC hat hinten die Ruhe, die Schwierigkeiten, die Stürmer zu bedienen, beziehungsweise den Stürmer Christian Beck. Die bleiben, Amar Suljic ist da auch noch eine Anspielposition. Beck wird den Verein in BFC verlassen, darauf hat man sich geeinigt in guten, offenen Gesprächen. Jetzt Borgmann. Borgmann, der Top-Vorbereiter. Borgmann. Breitfeld. Breitfeld. Und das war stark von Borgmann, gerade die Flanke. Und dann holt er sich den Ball von Joey Breitfeld zurück.
Ja, die Hand von Breitfeld ging zuerst in den Gegner hinein. Ein Duell, das man pfeifen kann, nicht muss. Und es gibt eine Ecke, erkämpft von Erik Ottmann. Direkt vor den Energiefans. Österhelwig. 8 Vorlagen in dieser Saison. Zu Toren. Nur Borgmann ist besser bei Energie mit 10. Hase. Hoffmann. Haben Sie Glück, dass der Ball in den roten Reihen weiter wandern kann? Hottmann am Boden gegen Chris Rehr. Also auch dieser Erik Ottmann, ein sehr stabiler Stürmer. In Aalen geboren. Beim VfB Stuttgart unterwegs. Erik Ottmann. Hier Wehling gesucht. War ganz sicher ein bisschen anders gedacht von Maximilian Österhelwig. Der Ball zu weit hinten, aber Wehling hatte sich da gelöst. Da fehlten vielleicht 10 cm Höhe. Dann hätte er diesen Ball Nicolas Wehling noch mal nach innen schippen können. Hier Hasse. Wollitz geht jeden Angriff mit, auch dieses Pressing seiner Mannschaft. Sein Kapitän beim Einwurf. Schön gelöst von Hottmann. Und das war ein guter Angriff. Der neue Mann bei Energie auf dem Platz, Anne Kujovic. Ein Saisontor, der 21-Jährige, der andere neue Jahr Torhüter Bethke für Sebald. Kujovic, der den angeschlagenen Hildebrand vertritt. Natürlich deutlich offensiver als Hildebrand, das zeigt er hier. Spielt gemeinsam mit Österhelwig hinter den Spitzen, der gebürtige Berliner mit den montenegrinischen Wurzeln. Beck gegen Hasse. Fans des BFC. Zu Beginn ein bisschen Rauch, 2-3 Minuten der Unruhe im Stadion. Seither geht alles sehr gesittet zu. Muss allerdings Nachspielzeit geben. Österhelwig. Wehling. Ball abgefälscht. Sommer hat ihn. Verhindert die Ecke. Nicolas Wehling. Ein Tor weniger als Christian Beck. Tiefer!
Er will das tiefe Spiel. Borgmann. Und der ist schön. Timmy Thiele. Wehling. Einen Schritt zu langsam. Es hätte auch den Pass in den Rückraum geben können. Zum ersten Mal. Dass sie sich durchspielen können. In dieser 39. Minute schon. Thiele auf Wehling. Herrlich gemacht. Thiele hebt den Blick. Kommt vorbei an Felix Meier. Aber Wehling dann zu spät. So will er das nicht sehen, Joey Breitfeld. Ging da dem Ball genauso entgegen wie Euschen. Christian Beck. Im Knie getroffen, in der Kniekehle. Und hier nochmal, wie viel fehlte da? Ja, doch eine Menge. Blum. Energiefans feiern sich. Seit 1966 stehen sie zusammen. Gilt für die beiden Rot-Weißen auf der anderen Seite auch. Borgmann. Man merkt diesen Cottbusser Kapitän an Axel Borgmann, dass er eine sehr gute fußballerische Ausbildung hatte. Viele gute Momente, sehr ballsicher Axel Borgmann. Sieben Jahre seines Lebens hat er beim FC Schalke verbracht. Ist immer noch stolz drauf. Dort als junger Spieler in der Bundesliga auf der Bank gesessen zu haben. War als 19-Jähriger dabei, der 19. Mann im Champions League-Kader gegen Real Madrid. Natürlich ein ganz besonderes Erlebnis. Euschen, das ist Suljic. Suljic mit der Riesenmöglichkeit ohne Abschluss. Am Ende sinkt er zusammen, natürlich nie und nimmer einen Elfmeter. Aber die beste Szene bis hierher in diesem Spiel, die größte Chance. Sie gehört Energie Cottbus nicht, sondern den Gästen vom BFC Dynamo. Sehr schön bedient von Euschen. Hier mit dem Außenriss. Und dann Suljic, der nicht zum Abschluss kommt, hätte er direkt abziehen müssen. So kann Elias Bethke den Winkel geschickt verkürzen. Österhellig. Thiele bietet sich an, aber jeder Ball in die Spitze ist schwer. Und jetzt schießt Sommer den Ball ins Aus, denn da gibt es
ganz offensichtlich eine Verletzung. Ist da irgendwas mit dem Knie nicht in Ordnung, mit dem Schienbein? Kevin Sommer muss sich behandeln lassen. Nochmal die Möglichkeit. Hasse ist Zulic am Ende abgelaufen. Und Sommer immer noch in Behandlung. In Berlin-Pankow geboren, der 1,85 Meter große Torhüter. Hat lange beim BFC Dynamo um die Nummer 1 gekämpft. Hatte sie mal in der Saison 2019-20, Corona-Saison, immerhin 18 Spiele. Und in dieser Saison musste er an Matthias Hamroll vorbei. Cottbuser Block geschlossen. Alasabe. Energie hat Respekt. Gegen Jena waren sie in der ersten Hälfte in der Lage, den Gegner fest einzuschnüren. Immer wieder sind sie aggressiv angelaufen mit diesen drei mächtigen in der ersten Reihe mit Wehling, Thiele und Hottmann. Das klappt heute nicht ganz so. Stattdessen hier Al-Azawe, ebenfalls mit robustem Spiel gegen Timmy Thiele und dann das Foul für den BFC. Amar Suljic, offensichtlich im Gesicht erwischt. Hofmann erkundigt sich, was da genau los ist. Aber Sata weiß auch, da ist der Schreck vielleicht ein bisschen größer gewesen als die tatsächliche Verletzung. BFC-Fans sehen viel von ihrer Mannschaft, die direkt auf die eigenen Leute zuspielt. Gibt's noch eine Chance? Beinahe. Und das war's. In Halbzeit 1. Es steht 0:0. Wehling nochmal mit Al-Azawe. Ein zufriedener Peter Wollitz, der sieht anders aus. Und gibt es hier schon zur Pause den ersten Wechsel? Kann ich mir kaum vorstellen. Auf BFC-Seite. So. Pele Wollitz legt die Hand auf. Und werden sie sich einig? Wollitz und Sata. Es sieht so aus. Arm in Arm. So ist das gut. Da geht dann direkt vor den Ultras des FC Energie auch ein bisschen die Aggression verloren. Der BFC, 1966 gegründet, zehnfacher DDR-Meister, hier 0:0 zur Pause. Mit guten Ansätzen und durch Suljic vielleicht mit der größten Chance. Das war's in Halbzeit 1. Wir sind gleich zurück, pünktlich zur zweiten.
Es geht nicht mehr bei Kevin Sommer, der BFC-Torhüter. Er wird ausgewechselt zur Pause. Und das ist ein Moment, von dem er vermutlich lange geträumt hat. Paul Heinke, da sehen wir nochmal Sommer, wie er sich an die rechte Wade fasst. Wurde behandelt direkt vor der Pause. Es hat nicht gereicht. Und jetzt sind sie alle bei ihm. Der Kapitän Michael Blum, Christian Beck bei Paul Heinke. 18 Jahre alt. Kam vom Weißenseer FC. Weißensee, ein Stadtbezirk direkt neben Hohenschönhausen. Weißensee FC 1900 aus der Jugend. Macht momentan Training in der Mannschaft von Heiner Backhaus, der ihn als sehr fleißig beschreibt. Und jetzt kommt er hier zu seinem ersten Einsatz überhaupt für die Mannschaft, für die Männer des BFC Dynamo. Und das bei diesem Spiel hier bei Energie Cottbus. Irgendwann hat auch der Wasserspender genug und dann kann es hineingehen in diese zweite Hälfte. Was ist noch zu sagen über diesen Paul Heinke? Hat am 24.12. Geburtstag. Und er spielt anstelle von Matthias Hamrohl, der Pechvogel dieser Saison. Erst verliert er seinen Platz an Sommer, dann hat er einen Infekt, konnte nicht wirklich richtig trainieren. Und jetzt geht's hinein in die zweite Hälfte mit einem völlig neuen Mann im BFC-Tor. Was für eine Aufgabe für Paul Heinke. Ändert das die Spielweise des BFC, noch mehr in die Offensive zu gehen, noch mehr Pressing zu spielen, um eben zu verhindern, dass der 18-Jährige da hinten in kritische Situationen kommt? Sie werden es versuchen, die Berliner. Aktuell 0:0 zwischen Energie Cottbus und dem BFC Dynamo. Das wird Erfurt freuen, Rot-Weiß und auch den FC Carl Zeiss Jena. Natürlich würden die Cottbusser die Tabellenführung wieder übernehmen. Duncan mit einem Trick im Mittelfeld, bekommt den Ball nochmal zurück, macht ein gutes Spiel bis hierher. Und da ist Christian Beck. Beck, nicht der Allerschnellste. In aussichtsreicher Position. Also, klar, Tabellenführung ja, aber Erfurt könnte es dann aus eigener Kraft schaffen. Mit einem Sieg am 32. Spieltag hier. Sollte es so bleiben. Aber es ist noch viel, viel Zeit in dieser zweiten Hälfte. Das Ausgangskonzept hier, den BFC Richtung eigene Fans relativ schnell zu beherrschen, hat nicht funktioniert. Borgmann mit der ersten Flanke. Aber nicht der erste Ballkontakt für Paul Heinke in der Regionalliga Nordost. Der Ball fliegt ins Aus. Einwurf. BFC. Und den besorgt Felix Meier. Er hat zu wenig für einen Elfmeter. Die Attacke gegen Wehling. Suljic geht drauf. Euschen hilft. Sind dann nur zu zweit. Dementsprechend können sie das gut ausspielen. Und jetzt ist da vielleicht ein bisschen Platz für Energie Cottbus. Wenn es jetzt schnell geht, dann können die Cottbusser hier vielleicht was anzünden vor dem Tor von Heinke. Timmy Thiele. Der Ball ist gut. Aber auch gut verteidigt von Chris Rea. Trudelt raus, gibt eine Ecke. Getreten von Maximilian Oester-Hellwig. Und das ist zumindest mal eine Bewährungsprobe. 1,87 Meter reichen die jetzt hier. Oester-Hellwig zieht den Ball natürlich hin. Und er ist dran mit der Doppelfaust. Das war
eine Klärung. Christian Beck zuletzt dran. Und deshalb Ecke. Die Großen jetzt natürlich alle um den eigenen Torhüter herum. Wehling direkt im 5-Meter-Raum. Hier nochmal Beck mit der Verlängerung. Verhindert den Kopfball von Wehling. Die Ecke kommt, getreten durch Jonas Hofmann. Natürlich auch direkt vors Tor gezogen. Und diese erste Aktion gibt ihm ganz sicher Sicherheit. Paul Heinke pflückt den Ball souverän herunter, selbst wenn es vorher den Pfiff gab. Für ihn ein ordentlicher Auftakt. Der BFC, er kann diese Regionalliga Nordost mitentscheiden. Ohne selbst um die Meisterschaft eingreifen zu können. Da haben sie unterwegs die Berliner viel zu viel niederliegen gelassen. Unnötige Spiele. Gerade zum Saisonauftakt nach dem Start in Meuselwitz gab es eine Niederlage beim Berliner AK oder gegen den Berliner AK, gegen Jena zu Hause, ein Unentschieden gegen Hertha 2 zu Hause, dazwischen Remis gegen Viktoria Berlin bei Lok Leipzig. Das alles zu wenig, der Start vermasselt. Und davon konnten sie sich trotz guter Passagen in der Saison nicht mehr wirklich erholen. Joey Breitfeld, angerufen von Backhaus, der hätte da mit hingemusst. Wehling und wieder Heinke. Er läuft nicht mit zurück, das war nochmal Heiner Backhaus. Ein Kommentar hin Richtung Joey Breitfeld. Er hier fleißig im Tor, er gut. Und auch dieser erste Abschlag, der sitzt. Ja, es hätte beinahe eine erfolgreiche Treibjagd gegeben. Auch diese zweite Hälfte beginnt mit einem stabilen BFC. In diesen Partien will Heiner Backhaus auch sehen, wer sich für die neue Saison anbietet, wer in der Lage ist, eine Top-Mannschaft der Regionalliga anzuspielen. Wer sich hier zeigt, mit breiter Brust vorausgeht, der hat auch in der neuen Saison gute Karten. Es wird einen Umbruch geben beim BFC. Natürlich, weil Beck nicht mehr dabei ist, aber auch, weil es Neuverpflichtungen geben wird. Die Rede ist von 5 insgesamt junge, talentierte Spieler, die das System Heiner Backhaus umsetzen sollen. Er, der diese Mannschaft so nicht zusammengestellt hat, bekommt jetzt Wunschspieler serviert für die neue Saison. Also der BFC wird mitmachen, wenn es dann einen Direktaufsteiger gibt in der Regionalliga Nordost in der nächsten Saison. Energie Cottbus will dann gar nicht mehr dabei sein. Hasse. Kleis, Duncan, Wehling. Alasave mit gutem Stellungsspiel. Borgmann getroffen, aber zu wenig für einen Freistoß. Einwurf BFC. Gefällt mir gut, wie man die Trainer verstehen kann. Ihre Anweisungen in dieser zweiten Hälfte. Backhaus aktuell ein bisschen aktiver, lauter als Pele Bolletz. Das ist aber kein Kriterium
für erfolgreiches Coaching. Duncan, der Ball sollte anders kommen. Suljic und Beck hatten eine 1:1-Situation gegen Slama und Eisenhut. Das hätte Cedric Euschen besser lösen müssen. Timmy Thiele. Natürlich verfolgt. Da ist immer einer dran. Da stellt immer einer sein Bein dazwischen. An dieser Stelle der Kapitän persönlich, Michael Blum. Gut gemacht. Die Flanke kommt nicht von Borgmann. Ja, schon wieder fast 10 Minuten um in dieser zweiten Hälfte. Energie Cottbus zuletzt nicht mit extrem befreienden Leistungen, trotz jetzt 5 Siegen am Stück inklusive des Pokalerfolgs gegen den VfB Krieschow. Zweimal Hildebrand hatte da getroffen, Wehling und Hofmann. Ist das eng im Mittelfeld für beide. Ball pendelt da permanent hinterher. Kujovic auf Hasse, der hat mal ein bisschen Raum. Und das ärgert jetzt den Trainer, dass Hasse den nicht nutzt. Wie macht's der BFC? 3:2 Situation, das kann gefährlich werden. Beck in der Mitte und Euschen ebenfalls. Suljic mit dem direkten Abschluss. Das sollte kein Schuss sein. Das war eine Eingabe, die aber nicht funktionierte. Wehling. Ball draußen. Angezeigt von Matthias Lämmchen. Und Peter Wollitz hier in der Defensive erstmals in einer kleinen Krise. Hebt den Blick, war der Pass für Beck gedacht. In jedem Fall nicht gut gespielt. Blum zockt da am eigenen Strafraum. Zu einfach, schreit Wollitz, dieser Doppelpass. Die Lücke sofort erkannt, das ist kein Abseits, doch. Aber Suljic ein bisschen früh gestartet. Das war die nächste gute Situation für den BFC Dynamo. Keine Top-Chance, natürlich nicht, aber im Ansatz gut gespielt und nicht wirklich weit entfernt. Und Sie hören immer wieder, wie Heiner Backhaus die Zentrale zu schließen versucht. Duncan ist gemeint, der vor der eigenen Kette sich die Achter ransaugen soll, dass die da im Dreieck stehen. Ein bisschen so wie jetzt. Breitfeld und Kleiss. Die Lücke jetzt wird ihm zu groß sein. Ah, hier geht eine ganze Menge. Spiel ist sehr, sehr intensiv. Foul jetzt von Duncan. Freistoß könnte was sein für den Gefaulten selbst, für Österhelwig. Vielleicht 2 Meter zu weit entfernt. Hofmann wird es wohl machen. Österhelwig winkt ab.
Da stellt Duncan das Bein rein gegen Österhelwig und der ist nun doch noch mal bereit. Und macht's. Mauer sehr nah dran. Das waren am Ende kaum 9,15 Meter. Christian Beck ganz offensichtlich direkt im Gesicht erwischt. Sofort erkannt von Alexander Sater, der das Spiel unterbricht. Aber die Berliner Mauer war da keine 8 Meter weg. Rea jetzt mit Suljic. Er muss runter, Beck, von Sater angezeigt. Bin gespannt, wie lange er noch drauf bleibt, Christian Beck. In den letzten Spielen immer wieder mal ausgewechselt. Da ist kein böses Blut zwischen ihm und dem Trainer. Ehrliche, offene Aussprache, Beck ist wieder da. Und bekommt den Ball. Na, so viel Zeit ist hier nicht in dieser Partie. Wer kann den entscheidenden Impuls setzen? Nochmal die Tabellenkonstellation. Vor dieser Partie. Rot-Weiß Erfurt, Tabellenführer. Punkt gleich mit Energie Cottbus. Tor gleich plus 34. Aber Energie eben ein Spiel weniger. Gibt es heute das Unentschieden, dann sind sie nach den gespielten Partien zumindest pari. Und bei einem Unentschieden wäre Energie Cottbus natürlich Tabellenführer, aber sie wollen natürlich mehr, sie wollen wieder 3 Punkte vorn sein. Dafür zündet die Offensive aktuell noch nicht. Halbe Stunde noch Zeit. Er kann mit den letzten Leistungen dann wieder ein bisschen zufriedener sein. Bringt da ganz offensichtlich Niklas Brandt. Brandt lange Zeit nicht im Kader, auch einer dieser Leistungsträger. Krank. Und jetzt Duncan. Auch die Cottbusser arbeiten sehr, sehr gut nach hinten, aber das kostet natürlich alles verdammt viel Kraft. Und die fehlt aktuell in der Offensive. Da fehlt die geistige Frische, der tiefe Ball. Der rutscht Michael Blum mal ab. Atmosphäre unverändert. Wunderbar im Stadion der Freundschaft. Beide Fangruppen feuern ihr Team an. Borgmann. BFC sofort da. Wieder gedoppelt. Al-Azawa auch der mit einem großartigen Spiel. Stellung stimmt, ist immer an der richtigen Position. Hofmann, und der ist drin, das gibt's doch nicht. Jonas Hofmann mit dem 1:0 und es ist der Fehler von Paul Heinke.
den muss er halten. Der einzige Energiefeldspieler ohne Tor, er trifft hier zum 1:0 gegen den BFC Dynamo, 64. Minute. So ein Einstand kann ein großer Tag werden oder eben ein ganz hässlicher. Und das weiß Paul Heinke natürlich. Den kann er, den muss er halten. Ball rutscht ihm durch. Die Szene wird ganz sicher auch noch mal diskutiert. War es ein Foul zuvor an Meier? Und den patscht er sich nicht selbst rein. Das ist ein Schuss, na klar. Aber irgendwie den zur Ecke abwehren, das muss möglich sein für Paul Heinke. Jetzt führt Energie Cottbus mit 1:0. Und macht sich auf den Weg zur 3-Punkte-Tabellenführung. Das ist natürlich bitter, auch aus Erfurter Sicht, dass ein Torwartwechsel von Sommer, der älteste Berliner Feldspieler mit 33 Jahren, hin zum quasi jüngsten Paul Heinke, hier entscheidend ist für diesen Treffer. Viel hat der FC Energie nicht zustande bekommen. Aber jetzt führt die Mannschaft von Pele Wollitz mit 1:0. Und mehr benötigen sie nicht für den heutigen Tag. Heute, da bin ich mir ganz sicher, geht es nicht ums Torverhältnis für Pele Wollitz. Breitfeld. Elias Bethke. Ganz andere Stabilität und Körpersprache. Auch er allerdings noch sehr jung an Jahren, 20 Jahre. Hier nochmal der Durchrutscher zum 1:0. Da gibt es natürlich keine Vorwürfe gegenüber Paul Heinke. Und das erste Saisontor von Jonas Hofmann vor 6.640 Zuschauern. Nicht ganz so viel wie beispielsweise gegen den FC Carl Zeiss, da waren es 8.532. Aber natürlich immer noch eine exzellente Kulisse. Mehr als gegen Krischow, abseits Wehling. Und aus Cottbuser Sicht der zweitbeste Besuch in dieser Saison nach eben dem Jena-Spiel in der Regionalliga. Gegen Rot-Weiß Erfurt werden es ganz sicher noch mehr. Danke. Gegen Behling. Danke gut. Kein Foul. Energie wird Konterchancen bekommen. Knapp, Kleis fast dran an den Ball von Hasse. So, Timmy Thiele.
Das ist gut gespielt. Thiele in Position. Aber das gibt nicht mal eine Ecke. Der BFC bis hierher keineswegs erschüttert. Pleiß rutscht weg. Ball kommt deshalb nicht an. Gutes Stellungsspiel von Slama. Slama, der immer gern nach vorn rutscht. Der erste Ball im Aufbau beim BFC aktuell nicht präzise genug. Kommt jetzt natürlich an auf einen wie Cedric Euschen, auf Joey Breitfeld. Das sind kreative Spieler, die er inzwischen ausgewechselt, Christian Beck, für eben vorhin angesprochen Niklas Brandt. Brandt einer, der auch aus der zweiten Reihe gefährlich werden kann. Wehling, Wehling. Demi Thiele. Kleiß im eigenen Strafraum. Auch das ein Zeichen, wie die Berliner sich hier rausspielen. Duncan, den erwischt er nicht mehr. So sieht sie aus, die Tribüne hinter Pele Wollitz. Da ist kein Stuhl frei. Hofmann, der Torschütze, jetzt ganz hinten. Aktuell können die Cottbusser den BFC vom Tor von Elias Bethke doch weit entfernt halten. Hasse. Kujovic. Und Wehling. Wehling sieht Thiele, der Ball kommt nicht. Zu spät. Den muss Wehling ein bisschen eher spielen. In den Lauf hinein, dann standen die Berliner. Blum auf Euschen. War schon vorbei, von Zweien verfolgt. Pollersch und Siebeck werden kommen beim BFC. Marvin Kleiß geht. Siebeck zuletzt einer mit vielen Toren und Joey Breitfeld verlässt ebenfalls den Platz. Also da kommt jetzt auch noch mal hier Alexander Siebeck. Willensqualität auf dem Platz. Siebeck, Pollasch und zuvor Brandt. Das sind Spieler, die in der Meistersaison eine entscheidende Rolle gespielt haben. Siebeck, der gebürtige Leipziger. Zuletzt mit dem Kopfballtor in Halberstadt. 4 Treffer hat er schon gemacht, aber erstmal Hottmann abgeblockt. Er holt sich den Ball zurück. Timmy Thiele in Position. Hottmann spielt den Ball nicht. Und Blum bleibt offen, bleibt spannend. Siebeck. Cedric Euschen, angesprochen von Backhaus, von Euschen
soll der letzte Pass kommen. Aber dafür muss er sich erst einmal in diese Position hineinbringen. Ja, gewisse Verzweiflung jetzt hier bei Duncan. Da läuft Euschen. Dominik Duncan. Borgmann. Macht das sehr gekonnt und pfiffig. Und Slamar ermahnt nochmal die Kollegen. Das Ding ist noch lange nicht durch. Noch über eine Viertelstunde Zeit für den BFC hier zum Ausgleich zu kommen. Und sie stehen offensiv und deuten damit an, wir wollen hier den Punkt. Wir wollen das Versprechen an Rot-Weiß Erfurt warm machen. Direkt nach dem Spiel, da trafen sich Backhaus und Fabian Gerber noch auf dem Rasen im Berliner Sportforum. Und Backhaus hat versprochen, das gehört sich ja auch so. Wir werden in Cottbus alles geben. Wie anders soll das auch aussehen? Einwurf Borgmann. Energie Cottbus führt durch das Tor von Jonas Hofmann aus der 64. Minute. Hortmann schießt Österhelwig ab. Blum. Meier. Dann im zweiten auf Nummer sicher. Siebeck. Allerdings holt sich den Ball nochmal Polasch. Vorteil abgewartet, zuvor das Foul gegen Siebeck. Sata will da keine Diskussion zulassen. Und das ist jetzt so ein Moment für Brandt. Niklas Brandt hat einen guten Schuss. Der ist hart, aber der auch zu weit weg. Trifft da genau Auer Maximilian Österhelwig. Gefährlicher Ball. Und der ist mal schön gespielt von Wehling. Der ist sehr schön gespielt. Was für eine Chance. Der muss eigentlich rein. Nächste Welle läuft. Jonas Hofmann. Timmy Thiele. Und Hottmann gerade mit der Riesenmöglichkeit scheitert. Und jetzt bekommt Thiele die gelbe Karte hinterher. Wegen Meckerns. Zuvor die Riesenchance für Erik Hottmann hier. Er will es mit dem Chip lösen. Das gelingt ihm nicht. Erik Hottmann hätte sein 10. Saisontreffer sein können, nicht müssen. Ist gut rausgekommen. Paul Heinke hat die Situation zugestellt. Eine Riesenchance war es dennoch.
Blum. Blum, der immer wieder mal in die Mitte reingeht. Und das ist natürlich gefährlich. Darauf lauert Energie Cottbus. Wehling. Intensität bleibt hoch. Foul gegen Timmy Thiele. Gegen Michael Blum. Jetzt muss er vorsichtig sein. Ansata möglichst vorbeilaufen, gibt den nächsten Wechsel. Und hier nochmal der Treffer. Beziehungsweise die vergebene Chance von Hottmann. Da schippt er den Ball hoch und trifft den Kopf von Heinke. Trefferkopf. Und Wechsel, Leonidas Tiliudis kommt. Alasabe raus. Er will den Punkt unbedingt, Heiner Backhaus. Will ein Zeichen setzen noch in der alten Saison. An die zweite Bälle, nicht zum Ball, an die. Wehling. BFC kann sich aktuell nicht befreien, kommt an der ersten Kette nicht vorbei, auch nicht mit Pollasch. In der Tiefe. Pollasch. 10 Minuten noch. 10 Minuten voller Einsatz. Das ist klar von Energie Cottbus. Es geht um die Meisterschaft. Sie wird heute noch nicht entschieden. Aber ein Sieg hier gegen den BFC Dynamo wäre so verdammt wichtig. Es wäre der 5. in Folge in der Liga für die Mannschaft von Pele Wollitz. Und wenn es beim 1:0 bliebe, dann wäre es der 5. Sieg mit einem Tor Vorsprung. Energie Cottbus aktuell mit perfekter Effektivität. Komm, Lobby, Felix, Felix. Andere Bein, Feuer. Blum. Feuer, hey. Brandt. Der Ball ist gut. Und das ist eine Riesenchance. Und nochmal Euschen mit der Riesenmöglichkeit, 81. Minute. Wahnsinnsmoment für den BFC. Cedric Euschen. Zweimal. Euschen mit dem Fuß. Bethke kommt nicht hin, dann der Kopf. Hasse kann klären und dann nochmal Energie Cottbus auf der Linie, Jonas Hofmann. Wahnsinnsmoment. Hier nochmal. War übrigens Eisenhut, Entschuldigung, hier. Der den Ball von der Linie kratzt. BFC bleibt dran mit Meier. Im Strafraum. Plötzlich sind sie da drin. Euschen. Dreht nochmal ab. Muss er auch. Bein immer zugestellt. Flanke. Meier. Kopfball nochmal scharf gestellt. Rea. Hatte den Ball nochmal zurückgebracht. Das sollte ganz sicher kein Kopfball werden aufs Tor, sondern eher eine Vorlage. Interessante Phase, hochdramatisch. Dreifachwechsel. Kündigt sich an. Erbeck kommt, Heike kommt, Böhmert kommt. Timmy Thiele, der Verwarnte, darf runter. Erbeck. Einer, der gern mehr gespielt hat. Österhelwig. Hellwig.
für Böhmert. Und dann noch Wehling. Also das ist jetzt ein klares Zeichen von Wollitz. Heike, der einzige Offensive. Zwei Spitzen nur noch, stellt um von drei auf zwei Spitzen. Heike jetzt an der Seite von Hottmann. Wehling, Thiele, Österhelwig. Was für große Namen, alle runter. Also das 1:0. Es reicht Energie Cottbus. Duncan. Und jetzt ist da natürlich nicht mehr die Power, um Energie Cottbus ein gutes Pressing zu ermöglichen. Heike gegen Blum. Der kann es lösen. Und doch laufen sie nochmal an. Duncan dreht sich in die richtige Richtung. Seitenwechsel, auch das eine geschickte Lösung, wenn er dann ankommt. Funktioniert. Es ist ein wildes Spiel in diesem Moment. Immer noch mit höchster Intensität geführt. 5 Minuten Zeit für den BFC, hier zum Ausgleich zu kommen. Beck fehlt für solche Flanken. Muss er noch mal hin, Elias Bethke, muss er noch mal alles reinwerfen. Duncan ist so einer, der die Flanke von Niklas Brandt verwerten könnte. Die Standards von Brandt sind gut. Die ist zu flach. Und dennoch Gefahr. Und da ist er drin und das ist Duncan mit der Hacke. 1:1 BFC. 86. Minute. Duncan mit der Hacke. Die Flanke, die Ecke, eigentlich zu flach. Und dann ist er da, Dominik Duncan. Und es ist doch nicht zu glauben. Vor dem Spiel, jetzt geht's hier los, hinter der BFC-Bank. Nochmal Brandt. Dann kommt der Ball zurück und jetzt Achtung, Hasse ist da, Duncan mit dieser Hacke. Ein verrücktes Tor zum Ausgleich. Die Erfurter, sie werden in diesem Moment aufgesprungen sein. Dankbar für diesen Treffer. Es ist nur noch ein Punkt Vorsprung des Tabellenführers Energie Cottbus im Moment. Und nochmal verrückt vor diesem Spiel. Zwei Feldspieler ohne Treffer. Jonas Hofmann auf Cottbuser Seite und Dominik Duncan auf Berliner. Die beiden klassischen Sechser. Und wer schießt heute die Tore? Genau die beiden. Cottbus hat kreative Kraft ausgewechselt. Haben Sie jetzt noch mal die Fähigkeit, hier umzuschalten? Hofmann foult Thiel Judis. Noch gut 2 Minuten. Brandt. Gerade hat er das 1:1 vorbereitet. Jetzt kommt der nächste Ball, der ist zu hoch. Das ist kein Problem. Und Bethke will mehr. Bethke
spielt den langen Ball. Aber der ist dann doch nicht zu erlaufen für Axel Borgmann. Till Judis kann klären. Unermüdlich hat er sein Team nach vorn gepeitscht. Und tatsächlich ist dem BFC jetzt das Unentschieden gelungen. Der Treffer wäre schön gewesen, Erik Hottmann, aber vorher abseits. Matthias Lämpchen hatte die Fahne gehoben. Und deshalb hat der BFC Dynamo den Ball. Was ist das bitte schön für eine Saison in der Regionalliga Nordost? Knapper, interessanter kann es nicht zugehen. Und auch der FC Carl Zeiss Jena, 7 Punkte, ist jetzt nicht ganz hoffnungslos. Hier nochmal das Hacketor von Dominik Duncan. Und Sie sehen die Freude von Chris Rea direkt hinein in den Cottbusser Block. Da hat sich etwas aufgestaut vor diesem Spiel, während dieses Spiels. Und immer noch der BFC mit Attacken gegen Bethke. Foul gegen Till Judis. 3 Minuten Nachspielzeit, kein Volleinwurf. Hab die Geste von Sata falsch gedeutet. Nochmal Till Judis. 3 Minuten. Kann Energie Cottbus jetzt hier nochmal umschalten? Momentum bei den Berlinern. Auch in diesem Moment sichtbar, das gibt aller Voraussicht nach eine gelbe Karte. Hartes Einsteigen gegen Till Judis durch den eingewechselten Niklas Erbeck, der sich entschuldigen muss, der sich entschuldigt. Und dann belässt es Sata dabei. Da hat er Glück. Der Niklas Erbeck, der Ball ist weg. Das Knie von ihm sehr hoch. Hätte sich über Gelb nicht beschweren dürfen. Rot allerdings war es dann auch nicht. Freistoß. Wieder Niklas Brandt. Sucht Duncan, der verlängern soll. Einwurf BFC. Heike. Eingewechselt beim Stand von 1:0 für seine Mannschaft. Jetzt steht es 1:1 und Rea bringt den Ball wohin? Zu Polasch. Da ist Polasch. Abspiel gelingt nicht und es gibt noch mal eine Ecke. Die dritte Nachspielminute läuft. Nach einer Ecke fiel das 1:1 durch Dominik Duncan. BFC-Fans jetzt gut zu hören. Brandt. Ball liegt gut. Nicht ungefährlich. Till Judis noch mal im Zweikampf. Und den Ball einfach mal sichern. Bethke will den Sieg. Bethke hat es noch mal eilig. Gibt es noch eine Chance für Energie Cottbus? Till Judis wollte den Ball gar nicht mehr haben. Das ist ein vielleicht verhängnisvoller Querschläger. Noch mal Borgmann. Bleibt hängen, ist zuletzt dran. Und deshalb Einwurf BFC Dynamo. Nee. Sieht Schiedsrichter Sata anders. Die 4. Minute der Nachspielzeit läuft. Es ist die letzte Szene. Es ist die letzte Szene in diesem Spiel. Euschen. Und dann ist Schluss.
1:1 zwischen dem BFC Dynamo als Gast bei Energie Cottbus. Die Berliner nach dem Sieg gegen Rot-Weiß Erfurt jetzt mit dem nächsten Ausrufezeichen. Ein Punkt beim neuen Tabellenführer. Wenn man die Perspektive vom Sonntag anlegt, da hatten die Erfurter zu Hause 2:0 gegen Halberstadt gewonnen. Nach dem letzten Spieltag war der FC Energie Cottbus schon Tabellenführer. Ja, da mischt sich jetzt Enttäuschung. Nach der langen 1:0-Führung Duncan in der 86. Sater und Wollitz gehen gut auseinander. Tobias Hasse hat alles reingeworfen. Was ist er gelaufen? Es hat am Ende nur für einen Punkt gereicht. Die Regionalliga, sie bleibt dramatisch. Energie Cottbus am Sonntag um 16 Uhr bei Germania Halberstadt. Das alles dann wieder live im MDR-Fernsehen. Noch 4 Spieltage. Dann steht der Meister fest, noch nicht der Aufsteiger. Der BFC hat seine Pflicht in den letzten beiden Spielen mehr als erfüllt. Hat gezeigt, dass mit dem Verein auch in der neuen Saison zu rechnen ist. Das Restprogramm von Energie Cottbus, Halberstadt schon angesprochen am Sonntag. Dann zu Hause der Kracher gegen Rot-Weiß Erfurt, das Heimspiel gegen Babelsberg folgt und am Ende geht es zu Chemie Leipzig. Das sind durchaus schwierige Aufgaben. Der BFC happy, Punkt in Cottbus. Erfurt happy, Jena hofft. Und Energie Cottbus ist trotz allem Tabellenführer und kann es, wie die Erfurter übrigens, aus eigener Kraft schaffen. Doch heute sind die Köpfe eher ein bisschen unten beim Team von Klaus-Dieter Wollitz. Das war's von diesem Dienstagabendspiel. Danke fürs Dabeisein. Wir sehen uns, Sport im Osten, und Sie hoffentlich bald wieder. Die Regionalliga so hot wie nie. Tschüss.